Ninja Masks! Nacht Ninja! Und meine Trommel! Er verdirbt uns die Parade nicht, er macht daraus eine Nacht-Ninja-Parade. PJ Masks, wie nett, dass sie uns besuchen kommt. Ninjalinos! Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ihr glaubt, dass ihr eine Parade auf die Beine stellen könnt? Ja. Nein, das könnt ihr nicht. Bunte Farben, lustige Musik. Ich zeig euch mal, wie man es richtig macht. Hi-ya! Vergesst es. Das hier ist meine Parade, auf meine Art. Du könntest die Parade niemals so gut anführen wie Catboy. Ja, Catboy gibt den Takt vor. Ich wette, die Ninjalinos würden dir folgen. Ohne meine Trommel? Aber was ist, wenn ich's wieder vermassel? Es wird Zeit für ein Nacht-Ninja-Paradenspektakel. Folgt eurem Paradeanführer, Ninjalinos. Vorwärts! Schnell, wir müssen sie dran hindern, Ninja-Fahnen aufzuhängen und diese Festwagen umzumalen. Super Eulenflügel! Super Gecko-Muskeln! Catboy, gib einen Rhythmus vor! Die Ninjalinos werden dir dann folgen! Nicht ohne meine Trommel! Zuerst brauche ich sie wieder! Was machst du denn? Ich bin gleich da! Gib mir meine Trommel! Na gut. Haha! Hi-ya! Oh, wow! Und jetzt klebst du am super klebrigen Klebeklatscher fest. Und das hier nehm ich, Catboy. Oh, lass mich los! Wow, der hat dich aber ganz schön geklatscht. Ich weiß. Aus. Welche Musik? Die Musik ist aus. Ich Glückspilz. Okay, nächste Runde. Ich schon wieder. Ach, ich sagte ja, ich bin gut. Was? So viele Schichten? Hab ich ein Glück! Oh, endlich! Ach, seht, das bin ich in klein! Nacht Ninja kann alles am besten! Mag ja sein, aber wir haben die Torte! Ja! Schnappt ihn! Cooles Chamäleon, Catboy, du hast sie gerettet! Wow, schaut euch mal diese Torte an! Oh, die ist katzenmega stark! Er will keine Meisterfangtorte, Catboy. Los jetzt! Aber... Oh. Hey, Leute! Wartet! Was ist da los? Catboy! Hab sie! Oh! Danke. Und auf Wiedersehen. Ninjalinos, seid vorsichtig mit meiner Torte. Tut mir leid, Pyjama-Party-Pupser. Die Torte gehört mir. Ciao, ciao. Nein, warte. Was ist denn jetzt wieder? Wie wär's mit noch einem Partyspiel? Oder hast du Angst, dass wir diesmal gewinnen? Angst? Na gut, dann reise nach Jerusalem. Und der Sieger bekommt... Wow, so viele Meister-Fängluftballons. Aber du bist kein Popstar. Was? Wie unhöflich. Ninjalinos, Musik. Popstar, Popstar, Popstar. Ich bin der beste Popstar. Popstar, Popstar, Popstar. Seht ihr? Meine Stimme ist so unglaublich gewaltig, dass sie sogar Dinge zerspringen lässt. Wer ist auf sowas stolz? Ich, Eidechsenfuß. Es beweist, dass ich der beste Sänger aller Zeiten bin.
wartet mein großes Konzert im Museum ab. Kommt, Ninjalinos! Popstar, Popstar, Popstar! Wir müssen sie aufhalten, bevor alles zerstört und verwüstet ist. Außerdem brauchen wir die Instrumente für das Konzert morgen. Gehen wir zum Museum. Ninja, Ninja, Ninja! Ihr spielt viel zu laut. So kann man mich nicht hören. Ich bin der beste Popstar. Der singende Nacht-Ninja. Aufhören! Ich bin hier der Star, nicht ihr. Zurück mit euch. Weiter. Noch ein bisschen. Weiter. Perfekt. Wo war ich stehen geblieben? Und eins, und zwei, und eins, zwei, drei, vier. Ich bin der beste Popstar. Ninja, Ninja, Ninja. Gackender Gecko, das Dach des Museums ist aus Glas. Wenn er weiter singt, zerspringt es und stürzt ein. Er hat selbst gesagt, dass er nicht ohne Band singen kann. Also krallen wir uns die Instrumente. Oh, ich möchte auf ihn morgen wirklich nicht vor allen spielen. Aber ich muss es schaffen. Ha! Ich habe einen Plan. Die Ninjalinos müssen sich jetzt vor Nachtninja fernhalten. Ich könnte mit meinem Superkatzenhüpfer über sie springen und sie damit einfangen. Und während Gecko sie ablenkt, schleiche ich mich ran und schnapp mir die Instrumente. Niemand hindert uns daran, unser Konzert zu spielen. Das Konzert? Eule Teenies marschiert. So. Und jetzt salutiert eure Anführerin. Das war nicht richtig. Nochmal. Eule Teenies, ich bin eure Anführerin. Ihr müsst anständig salutieren. Eins, zwei, drei, los. Nein, wartet. Ich habe nicht gesagt, lauft weg. Jetzt können wir wenigstens den Streitwagen in Sicherheit bringen, bevor Nachtninja aufkreuzt. Moment, wir müssen zuerst meine Eule Teenies finden. Catboy, such du im Naturkunderaum. Gecko, du im Wissenschaftsraum. Hab euch! Ja, Verstecken zu spielen macht mehr Spaß, aber es wird Zeit zu gehen. Oh nein, lieber nicht! Na komm, los jetzt! Eule Teenies, eins, zwei, drei! Super! Noch mehr Eule Teenies! Los jetzt! Singt mit uns und salutiert! Okay, und jetzt wird's ernst. Kommt schon, tut, was ich euch sage. Stopp! Nicht den Streitwagen! Ich sitz doch gar nicht drin! Da ist der Streitwagen! Aber wo sind die Ninjalinos? Ich meine die Eule Teenies. Teenies, hört sofort damit auf! Hört mir gut zu, ich bin eure Anführerin, gebt ihn sofort her! Vielleicht solltest du etwas netter fragen, Eulette. Netter? Aber meine Befehle zu befolgen macht doch Spaß! Oder, Eule Teenies? Eule Teenies, das war sehr ungezogen! Jetzt hole ich mir meinen Streitwagen zurück! Eule Teenies, ich befehle euch, ihn aufzuhalten! Danke für die Einladung, Luna Girl! Sind das die Lautsprecher aus der Schule? Ja. Du hast dir die Schulausrüstung ausgeliehen? Ich hab sie nicht ausgeliehen, ich hab sie gestohlen. Für unsere Tanzparty. Gern geschehen, ihr Plagegeister. So spricht man aber nicht mit seinen Gästen. Gästen? Nein, Gäste können gehen, wann sie wollen. Aber ihr? Ach was, ihr werdet es schon merken, wenn ihr das hier seht. Was? Ihr seid gefangen, ihr Pyjama-Party-Pupser. Aus meiner Mondkuppel gibt es keinen Entkommen. Wolltest du dich nicht mit uns versöhnen? Nein, keineswegs. Oh, und diese Kuppel, sie schließt euch rundum ein. Von ganz oben und sie geht bis ganz in die Erde. Und während ihr festsitzt,
klaue ich auch noch die anderen Sachen vom Schulball. Was? Ich möchte nicht, dass auch andere Spaß beim Tanzen haben. Auf meiner Party geht es nur um mich. Flatternde Federn. Die Tanzveranstaltung wird abgesagt, wenn sie alle Sachen klaut. Dann wird nichts aus unseren coolen Moves. Gackerner Gecko. Und ich wollte doch meinen Roboter vorführen. Wir werden niemals zulassen, dass Luna Girl allen den Spaß raubt. Wir müssen hier raus. Ich mach das schon. Super Gecko-Muskel. Ich kann sie nicht bewegen. Und ich kann nicht rausfliegen. Die Kuppel reicht bis in die Erde rein, also können wir nicht drunter. Mach doch eine superschnelle Drehung und wirbel damit einen Tunnel. Das ist eine tolle Idee. Das ist wie der Tanzmove Wirbelnder Tornado, Catboy. Vermutlich hat das Ähnlichkeit damit. Du brauchst nur etwas Übung. Das mache ich keinesfalls nochmal. Das war peinlich. Überlegen wir uns was anderes. Du schaffst das schon. Ich zeig's dir nochmal. Komm schon, stell dich auf deine Zehenspitzen, heb ein Bein und dann loswirbeln. Aber mit Superkatzentempo. Na gut. Ultrakomischer Katzenklo-Bubi. Schade nur, dass du deine Moves nicht vorführen wirst. Und was wäre schon eine Party ohne die hier? Ja. Klingt wie eine Aufgabe für Meister Feng und Kick McGee. Gehen wir. Aber... Bei der Kraft von Meister Fengs mächtiger Faust befehle ich dir, stehen zu bleiben. Es sei denn, du willst meinen Hammergerechtigkeitskick kennenlernen. Gecko? Ich hätte mich vorher dehnen sollen. Gib uns lieber diese Spielplatzgeräte zurück. Negativ. Dieser Roboter ist mein neuer bester Freund. Kick, er haut ab. Ihm nach, Meister Feng. Jungs, wartet, nicht so schnell. Ich kann über die Gebäude fliegen und für euch Ausschau halten. Meister Feng und Kick McGee haben einen Speer nicht nötig. Wir sind die Meister der Kampfkunst. Hi-ya! Ja, wir sind wie immer für alles bereit. Entschuldige. Kein Problem. Ja! Und was ist mit mir? Darauf war ich nicht gefasst. Ich auch nicht. Aber ein paar rollende Mülltonnen reichen nicht, um Kick McGee zu stoppen. Wo ist der Roboter? Er ist in Richtung Park gelaufen. Okay, zum Katzenflitzer. Vorsicht, Pyjama-Plagegeister, sie ist ganz neu. Ich habe noch nicht alle Softwarefehler behoben. Oh, ist alles in Ordnung? Pass auf, wo du hingehst, Blödmann. Was hast du da gesagt? Nicht. Lass uns gehen. Ha! Hi-ya! Hi-ya! Da ist er. Wie lautet der Plan? Der Plan lautet, für euch beide zurücktreten und zusehen, wie Kick McGee die Sache regelt. Was? Niemals! Sie hat recht. Meister Feng wird die Situation retten. Wie wär's, wenn wir sie zusammen retten? Wie gestern Abend in der Sendung. Er füllt den Wassergraben mit Reifen. Aber warum? Um eine Brücke zu bauen. Er will zu uns rüber und unseren Stützpunkt zerstören. Wir werden ihn aufhalten. Ganz genau. Und zwar, indem wir uns genauso drehen wie seine Burg. Was? Nein, warte, Eulette. Wir müssen uns nicht drehen. Unser Stützpunkt hat genug Sachen, um sich zu verteidigen. Wir müssen sie nur einsetzen. Gleich nachdem sich unser Hauptquartier dreht. Ich habe einen Plan, Gecko. Ich lenke Nachtninja ab, damit du diese Reifen wegräumen kannst. Versuch, da durchzusehen. Eulenstrahl. Was? Auf Wiedersehen, Reifenbrücke. Okay, jetzt drehen wir uns. Warte, was? Ups, hab ich diesen Klebeklatscher geworfen? Das machen wir gleich nochmal.
genug herumgespielt, PJ Masks. Bald steht nur noch eine Burg. Und zwar die beste Burg. Meine! Oh nein, jetzt kann er die Reifenbrücke überqueren. Das ist alles meine Schuld. Nachtninjas Burg hat so viele neue Sachen und als ich die gesehen habe, wollte ich die auch haben. Ihr beide hattet recht. Wir brauchen keine neuen Sachen, bloß weil andere sie haben. Ist schon gut, Arlette. Es gibt sicher irgendetwas, womit wir ihn aufhalten können. Und dann holen wir uns die Schulbusse zurück. Ich habe eine Idee, womit wir ihn stoppen können. Mit netten Kleinigkeiten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ja! Wer hat den besten Stützpunkt? Natürlich du, Nachtninja. Wir haben ja gar keinen mehr. Unserer wurde zerquetscht. Ein riesiger Fellball? Was haben die vor, mich wegzuekeln? Danke, Kitzelkätzchen. So mag ich dich eindeutig viel lieber. Spring, Pyjama-Helden! Naja, ganz witzig, aber ihr sollt doch alle springen und nicht hüpfen. Ich muss noch ein paar letzte Änderungen vornehmen. Eulette, spring aufs Dach und in die Luke, um dir die Fernbedienung zu schnappen. Und du, Gecko, du hüpfst zum Turm hoch und zerstörst die Schüssel. Warum hört ihr nicht auf mich? Bloß weil du der Teamleiter bist, heißt das nicht, dass deine Ideen die besten sind. Wir mussten alles dauernd so machen, wie du es wolltest. Könnte ich nur aufhören zu springen? Ferngesteuert zu werden ist schrecklich. Oh Mann, ich habe euch rumkommandiert und alle eure Ideen ignoriert. Jetzt steuert Romeo bald jeden. Ist schon gut, wir überlegen uns was. Ja, ein guter Teamleiter zu sein bedeutet, dass man auf die Ideen der anderen hört. Höchste Zeit, ein Held zu sein und auf euch zu hören. Naja, wenn du weiter von Romeo ferngesteuert wirst, kannst du ihn ablenken und wir kümmern uns um den Turm und die Schüssel. Befolgen wir euren Plan. Fertig. Und jetzt springt alle. Okay, genug gespielt. Ich muss jetzt zum Rathausplatz. Von dort aus wird mein Signal alle erreichen. Und wenn ihr mir folgt, drücke ich wieder auf meine Fernbedienung. Hey, Romeo! Ich bin der unkontrollierbare Catboy und ich werde dich aufhalten. Nur im Traum, Katzenklo-Bubi. Und weil du glaubst, du könntest mich aufhalten, werde ich dich mitnehmen. Du kannst zusehen, wie ich die Weltherrschaft übernehme. Los! Handstand, Flieger, Handstand! Und jetzt komm mit! Romeo, wie wär's, wenn du mich hoch in die Luft springen lässt? Gute Idee. Hoppidi, hoppidi, ho! Juhu! Super Gecko-Muskeln! Hey, was hältst du von Pirouetten? Pirouetten? Gefällt mir. Ja! Was? Gecko. Du hast deine Stimme wieder. Miezekätzchen und Spatzenhirn, ihr seid nicht besonders schlau. Hey. Das ist nicht sehr nett. Du bist mein Held. Romeo. Oh nein, Gecko hat seine Stimme nicht zurück. Romeo hat sie und er benutzt sie auch noch. Zum Katzenflitzer. Ich wette, ihr erwischt mich nicht. Weil ihr nur doofe Gutmenschen seid. Ihr findet doch nicht mal eure eigenen Nasenspitzen. Nicht so wie Romeo, der ist ein absolutes Genie. Ja, ein Genie. Kein echsenbeiniger, klebfingriger Stinkepups, so wie ich. Ha, klebfingriger Stinkepups? Ich bin genial im Erfinden von Beleidigungen. Und wenn Miezekätzchen und Spatzenhirn kommen, um sich Exilans Stimme zu holen, hole ich mir ihre auch. Sobald ich die Stimmen von allen Pyjama-Helden habe, werden sie nie wieder Pläne schmieden können, um mich zu stoppen. Was für ein brillanter Plan. Oh, sehr freundlich von dir. Ich fand ihn auch ziemlich gut. Okay, Gecko. Wir kümmern uns um Romeo. Du kümmerst dich um das Gerät. Bitte, unglaubliches Genie, Romeo. Du gigantogeniales Superhirn. Brillantester aller Brillanten. Gibst du uns Geckos Stimme zurück? Das würde uns so viel bedeuten. Superhirn? Das klingt ja tatsächlich sehr nach mir. Du bist das schlauste, gemeinste Genie aller Zeiten. Ja, wir könnten dich niemals besiegen. Probier's morgen mit einem anderen Gedicht. Ein neues Gedicht?
das ist ein Trick. Natürlich. Romeo, an deine Knochen kommt keiner ran. Bei meinen Katzenschnurrhahn-Gecko abrutschen passt gar nicht zu dir. Ein Moment. Versuchst du etwa, um das Gedicht morgen rumzukommen? Na los, suchen wir Romeo. Ha, ich liebe diese Eidechsenlusche. Romeo ist die Nummer 1. Da stimme ich zu. Er ist der größte Fehler, den es jemals gab. Das bin ich wirklich. Und er ist super cool. Oh, Gecko, deine Worte sind so herrlich. Man sollte immer helfen, wenn jemand ein Problem hat. Entschuldige. Höchste Zeit, dein Held zu sein. Nun, wenn ihr wollt, dass ich euch alle freilasse, dann sagt mir, wie ich in euer Hauptquartier gelange. Was? Niemals! Hä? Was? Du hast dich befreit? So ist es, Nachtninja. Und du wirst nie das Hauptquartier kapern. Nicht, wenn Catboy dich aufhält. Oh, du warst es, der die Pyjama-Mieze-Katze freigelassen hat. So war's doch. Ja! Super Katzensprung! Du bist dran! Ach, doofe Ninjalinos! Ich werde sie wohl ganz allein aufhalten müssen! Klebeklatscher, Klebeklatscher, Klebeklatscher! Vorsicht! Mann, hör auf, ihm zu helfen, du Ninjalino-Winzling. Ha, Super Katzentempo. Geschafft. Das ist nicht fair. Ihr Pyjama-Helden zerstört immer meine Pläne. Catboy, was tust du da? Helfen. Ein Held hilft jedem, sogar Nachtninja. Oh ja, du hast wohl recht, klitzekleiner Ninjalino. Ich sollte Danke sagen. Na los, Ninjalinos. Hä? Jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Warum stupst du mich an? Ich glaube, er will spielen. Er ist echt gut im Fangen. Fangen? Ach, du glaubst, ich kann dich nicht fangen? Aber niemand ist besser im Fangen als ich. Hab dich. Roboter bewacht die Tür. Niemand darf durch. Wie kommen wir nur an diesem großen Blechtürsteher vorbei? Ich überrasche ihn und locke ihn rüber ins Gebüsch. Dann schleicht ihr euch hinter ihn und stellt ihm eine Falle. Nicht nötig. Mein Tablet kann den Roboter steuern. Ich muss mich nur in seine Steuersensoren einloggen. War Toilette. Fertig. Schaut zu. Ah! Was geschieht hier? Warum benutzt Roboter das Hauptquartier als große Trommel? Hör auf damit. Gar kein Gecko. Was machst du da, Eulette? Das ist eine Katastrophe. Wir müssen ihn stoppen. Da ist wohl was mit den Robotersensoren faul. Das müsste einfach sein. Einen Moment noch. Was ist da los, Roboter? Ah, verstehe. Netter Versuch, Spatzenhirn. Aber der Roboter gehorcht nur seinem genialen Schöpfer. Rein mit dir zur Reparatur. Gecko, schnell! Super Katzenhüpfer! Oh nein, vergesst es! Ich benötige Ruhe und Stille, um diesen Hauptrechner zu verstehen. Beruhigt euch, Leute. Das ist nur ein Skelett. Wir sind im Museum. Weg mit dem Tablet, Eulette. Es funktioniert nicht. Catboy hat recht. Wir müssen es selbst in die Hand nehmen, bevor es zu spät ist. Das Tablet ist doch den Roboter losgeworden. Bloß nicht so, wie ich es gedacht hatte. Wartet ab, was es als nächstes macht. Aber... Wir müssen doch... Es wird alles gut. Gehen wir. Seht ihr? Kein Roboter. Er wird sicher noch repariert. Und das alles dank meines Tablets. Während der Roboter auflädt, werde ich den Hauptrechner einschalten, weil ich endlich den Notfallschalter gefunden habe. Nein! Aha! Die Pyjama-Plagegeister, seht her! Das wirst du nicht schaffen. Mein Tablet wird dich daran hindern. Ach ja? Nicht, wenn ich eure Kraftfeldfunktion einschalte.
schalte ich sie wieder aus. Was heißt hier grandiose Niederlage? Ich will eure albernen Ideen nicht hören. Ich bin hier der Schurke. Wir machen die Super-Schurken-Aktion auf meine Art. Ich weiß, dass der Plan nicht funktioniert hat, aber der nächste klappt. Ich bin noch nicht fertig, Pyjama-Plagegeister. Ihr werdet schon sehen. Warum hat meine Superrettung nicht geklappt? Mach dir keine Sorgen wegen deiner Supermoves, Catboy. Hauptsache, wir gewinnen die Mission. Aber das hier ist meine Chance für die beste Heldenleistung aller Zeiten. Bei meinen Katzenschnurrhaaren, wir haben ihn verloren. Eulenaugen! Da ist er! Jetzt gibt's abgefahrene Heldentaten, Nachtninja! Hey, wo ist der hin? So ein Mist! Ein Klebeklatschernetz! Ein Ausweg gibt es noch! Nach oben! Oh, oh, zugeklebt! Ich erledige das mit meinen Super-Gecko-Muskeln. Warte, Gecko. Ich düse einfach durch dieses Netz mit Super-Katzentempo. Bereit für die Rekordbücher. Nein, Catboy, warte! Ihr Pyjama-Plagegeister klebt wie Fliegen in meinem Netz. Das ist größer und böser, als ich es mir je erträumt hätte. Was soll das heißen? Das ist nicht böse genug. Na gut, dann lasse ich mir was noch Böseres einfallen. Die böseste Aktion aller Zeiten. Super Gecko Muskeln! Yeah! Wuhu! Gib die Marionetten zurück, Luna Girl. Ha, keine Chance, Eidechsenfuß. Motten, zeigt ihm, was ihr drauf habt. Hey, das ist nicht lustig. Haha, ist es doch. Das ist das tollste Marionettentheater aller Zeiten. Wow, was? Gut gemacht, Eidechsenbubi. Okay, so lautet der Plan. Gecko? Alles okay, Gecko? Ja, aber holt die Marionetten. PJ Masks, Rettungsaktion, Superkatzentempo. Schnappt sie, Motten. Eulenflügelwind. Motten, was soll das? Gut gemacht, PJ Masks. Wie geht's den Marionetten? Gut, aber Cameron nicht. Wir haben ihn zurückgelassen. Wir dachten, du bist in Gefahr. Wer ist Cameron? Ich wollte die Marionetten zurückbringen. Was macht Cameron denn hier? Wer ist Cameron? Er schlafwandelt. Wer ist Cameron? Er muss zurück nach Hause. Ja, er braucht unsere Hilfe dringender als die Marionetten. Wer ist Cameron? Er wäre bestimmt eine großartige Marionette. Sie wird ihn aufwecken. Stoppen wir sie! Werft die Marionetten nicht auf die Erde! Seht doch, wie toll sie sind! Oh ja, Marionetten! Tanzt und winkt meinen Freunden zu! Bleib zurück, Luna Girl! Weck niemals einen Schlafwandler auf! Vielleicht wecke ich ihn nicht auf, aber ich werde mit ihm spielen! Komm zu Luna Girl, Marionettenjunge! Nein! Oh, aus dem Weg! Gecko, leg die Marionetten weg! Wir brauchen dich! Ich bin gleich da, Leute! Also gut, Marionetten, ich muss jetzt meinen Freunden helfen. Jetzt gehört er mir. Super-Eulenflügel! Super-Katzensprung! Hab dich, Schnarchi! Sie ist fantastisch! Wow. Nein, sie ist furchtbar! Kommt runter! Ich möchte nicht, dass ihr aus Versehen auch mein Meisterwerk zerstört, so wie diese Funkelblitz-Skulptur in der Schule. Dann wurde deine Skulptur nicht absichtlich zerstört. Wie könnt ihr es wagen, mein wunderschönes Kunstwerk zu beschmieren? Wischt es weg, sofort! Und? Habt ihr denn schon alle anderen Kunstwerke im Museum versteckt? Gut,
Bald werde ich sie los sein. Für immer! Das ist also sein Plan. Er versteckt alle Kunstwerke, damit nur noch seine Statue übrig bleibt. Nicht, wenn ich ihn daran hindere. Nach dem, was er meiner Skulptur angetan hat, ist das hier doch die perfekte Art, es ihm endlich heimzuzahlen. Warte! Er hat deine Skulptur nicht absichtlich zerbrochen. Es war ein Versehen. Ihr nach, Ninjalino! Warum hast du das getan? Das war keine Absicht, aber es geschieht ihm recht. Das hat er auch mit meiner Statue gemacht. Oh nein! Meine Statue! Mein wunderschönes Kunstwerk! Es ist zerstört! Kaputt! Oh, er ist wirklich verzweifelt. So wie du, als deine Skulptur kaputt war. Ich denke, er weiß jetzt, wie du dich fühlst. Aber weil er jetzt so verzweifelt ist, geht es mir kein bisschen besser. Ich dachte, es wäre fair, es ihm heimzuzahlen. Vergeltung macht nicht glücklich. Ja, da hast du völlig recht. Nachtninja, es tut mir wirklich leid. Vielleicht kriegen wir das wieder hin. Nein, du hast sie zerstört. Und deshalb werde ich jetzt alle Kunstwerke der anderen kaputt machen. Hört auf, Ninjalinos! Ich weiß, alles ist meine Schuld, aber deine Statue sieht immer noch gut aus. Ja, und sie sieht dir echt ähnlich. Abgesehen von der Hand. Und du hast sicher viel Arbeit reingesteckt. Das kann man sehen. Vergiss es! Sie ist jetzt nur noch für eine Sache gut. Und zwar das Museum zu zerstören. Stoßt sie um, Ninjalinos! Nein, Ninjalinos, tut das nicht! Ihr Pyjama-Plagegeister habt keine Ahnung, was ich hier habe, nicht wahr? Einen riesengroßen Stein? Nicht nur irgendeinen Stein. Meine Ninjalinos haben ihn von einem antiken Tempel weit oben auf einem Berg, tausende Kilometer entfernt, bis hierher gerollt. Er ist der allmächtige Stein. Der allmächtige Stein? Davon habe ich im Kung-Fu-Buch gelesen. Es gibt eine Legende darüber. Darin versteckt ist ein wertvolles Medaillon. Wie das hier? Das sieht aus wie eine Medaille. Ein Medaillon, keine Medaille. Nur der stärkste Held kann den Stein zertrümmern und es freilegen. Und mit stärkstem Held meine ich mich. Stärkster Held? Aber du bist doch gar kein Held. Wartet nur, bis ich dieses Medaillon an meinem Hals trage. Dann wird euch das Lachen vergehen. Medaillon für einen Superstarken, hä? Huh? Wenn ich es hätte, wüssten alle, dass ich der Stärkste bin. Gecko, was redest du denn da? Wenn ich den Stein zertrümmere, dann kriegt nicht Nachtninja das Medaillon, sondern ich. Ich trage es wie die Athleten aus meinem Buch. Setzt eure Kung-Fu-Fähigkeiten ein, Ninjalinos. Ja, ihr müsst fester zuschlagen. Und zwar so. Hi-ya! Du bist nicht stark genug, aber ich wette, ich bin es. Gecko, hör auf! Aber wenn ich ihn zerbreche und das Medaillon bekomme, dann kann Nachtninja keine anderen Sachen mehr zertrümmern. Träum ruhig weiter, Eidechsenfuß. Ninjalinos, rollt den Stein! Weiter so, er geht sicher bald zu Bruch. Wenn der Stein weiter so herumrollt, macht er noch die ganze Stadt platt. Wir müssen ihn aufhalten. Stein zerbrechen. Niemand kann diesen Stein zerbrechen, Gecko. Wir müssen ihn nur aufhalten. Es würde doch beweisen, dass ich super stark bin. Ich könnte es an die Wand hängen. Du bist super stark. Wenn du diesen Stein triffst, fliegt er weg wie nichts. Probieren wir was anderes. Ich laufe im Kreis um Nachtninja und seine Ninjalinos herum. Ja, und ich fliege mit Gecko hin, damit er... Den Stein zertrümmern kann? Nein, wir bringen ihn ins Hauptquartier. Hiya! Ja! Also, wie lautet der Plan? Okay, erweck du Nachtninjas Aufmerksamkeit. Du tanzt dich und schleichst dich an ihn ran. Ich fliege hin und... Ich ertrag es nicht, dass er das Schwert von Meister Feng schwingt. Er hat es gestohlen. Klar, aber... Nein, Gakanda Gecko! Du wirst nie so gut sein wie Meister Feng, Nachtninja. Gib das Schwert zurück. Die Vorstellung beginnt. Komm zurück! Was sollen wir tun? Schnell, helf mir, Catboy! Super Katzensprung! Wow! Wow!
Pyjama-Babys müssen zurück ins Bettchen gehen. Catboy, wütend zu sein, hilft nicht weiter. Ganz genau. Bleib cool, wie Meister Feng. Hört auf, mir zu sagen, dass ich nicht wütend sein soll. Ich bin wütend, wann ich will. Kümmert ihr euch um die Ninjalinos, während ich das Schwert zurückhole. Nacht-Ninja, was? Jetzt ist Catboy auch noch auf uns wütend. Ja. Hey! Meister Feng ist besser, als du es jemals sein wirst. Ach, wirklich? Kann Meister Feng auch das hier? Oh nein! Ho! Ja! Ja! Hilf uns! Catboy, Hilfe! Ja! Oh. Ah. Löscht diese Aufnahme auf der Stelle! Fass es ja nicht an, es gehört mir! Oh. Ninjalinos, schafft die Pyjama-Sushi-Rollen weg. Catboy, Hilfe! Und Let's Gecko! Hilfe, Catboy! Kriege keine Luft mehr, hilf mir! Nein! Pause ist vorbei. Auf zu unserer nächsten Einstellung. Ich kann nicht gleichzeitig Nacht-Ninja verfolgen und Olette und Gecko retten. Super Gecko-Mobil-Tarnung! Ninja. Hey! Aha, der kleinste Pyjama-Plagegeist. Du darfst den Schulbus nicht klauen, Nacht-Ninja. Wie sollen die Kinder denn nach Hause kommen? Wen interessiert das? Ihr Pyjama-Helden schnappt mich immer mit euren fiesen Fahrzeugen. Aber jetzt habe ich mein eigenes. Und es wird das schnellste, coolste und stärkste Fahrzeug überhaupt. So schnell wie das Gecko-Mobil wird es nie sein. Oh, es ist viel besser als das schleimige grüne Ding, in dem du dauernd rumschlängelst. Niemals! Kann es denn an einer Wand kleben bleiben? Tarnung aus! Wahrscheinlich nicht, aber an Wänden zu kleben ist doch doof. Vor allem, wenn es mit Klebeklatschern festgeklebt worden ist. Oh. Du mieser Ninja! Ninjalinos, nur ich darf böse lachen. Siehst du, Eidechsenfuß? Du und dein popliges Gecko-Mobil, ihr könnt mich nicht aufhalten. Gecko! Alles okay? Warum bist du einfach ganz allein abgehauen? Wenn du in Schwierigkeiten bist, können wir dich nicht beschützen. Ich brauche keine Beschützer. Ich bin selbst groß und stark genug. Hey! Super Gecko-Muskeln! Gecko, warte! Was treibst du da, Nacht-Ninja? Den Schulbus nur zu klauen genügt dir wohl nicht. Nein. Mit diesen Allzweckreifen kann mein Ninja-Bus klettern, kriechen oder rasen. Egal wohin. Viel besser als dein Schildkrötenmobil. Singt nun Mott in jeden Ton ins goldene Glänze Mikrofon. La 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 la. Gackernder Gecko, Luna Girl hat das goldene Mikrofon für ihr eigenes Konzert geklaut. Damit ihre Motten mit ihr singen können. Aber ich hole es zurück. Und wenn einer von euch beiden mir dabei besonders hilft, weiß ich vielleicht, wem ich die zweite Karte geben soll. Ich komme mit dir. Dafür ist der beste Freund doch da. Hä? Super Gecko-Tarnung. La 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 la. Hey, das sieht nach einer einfältigen Eidechse aus.
das Mikrofon zurück, du fiese Gaunerin. Ich stecke fest. Niemals! Ich kann bei Tag nicht zum Jane Houston Konzert gehen. Also soll das auch sonst niemand können. Ich hab Jadens Mikrofon und treff damit jetzt jeden Ton. Schnell, Luna Girl hinterher. Leute, wartet. Ich steck fest. Ich brauch Hilfe. Ich will die Karte haben. Ich helf dir. Aber ich will sie auch. Super Gecko-Muskeln! Alles okay, Eulette? Ja. Okay, lass mich runter, ihr miesen Mini-Ninjas! Bringt ihn zum Tanzen, Ninjalinos! Was? Ich will nicht tanzen! Aber als tanzender Pyjamalino wirst du so gut aussehen! Mein Plan ist brillant! Nicht so brillant, wie die Weltherrschaft an sich zu reißen! Natürlich ist er das! Hast du je diesen Tanz gesehen? Ist gut. Aber wenn ich Herrscher der Welt bin, kann ich tun, was ich will. Super Gecko-Tarnung. Aber warum solltest du irgendwas anderes tun, als hierbei zusehen? Hab dich, Gecko! Und ich hab dich auch. Hört auf zu starren, Ninjalinos. Hinterher! Ringelndes Reptil. Wir brauchen einen Plan. Einen, der auch mit ihren Kleinen funktioniert. So klein bin ich auch wieder nicht. Ich kann auch euer Anführer sein. Also los. Oh, das ist eine Katastrophe. Vielleicht sollte ich dieses Mal fahren. Keine Sorge, Catboy, du wirst wieder normal werden. Aber wir brauchen einen Plan. Ich habe einen Plan. Wir rasen um Nachtninja und Romeo herum, bis ihnen schwindelig ist. Dann springe ich schnell raus und schnapp mir den Schrumpfer. Naja, der Schrumpfer ist echt groß. Und du bist echt klein. Das wird schon wieder. Nur weil ich kleiner bin, bedeutet das nicht, dass wir alles anders machen müssen. Los jetzt! Was meint ihr mit, sie sind entkommen? Also, wo sind die Pyjama-Helden? Jetzt soll den Schurken schwindelig werden. Was? Geh mir aus dem Weg, du schwindeliger Ninja. Ein Schmetterling. Wahrscheinlich ist der Luna Girl entwischt. Vielleicht schaffen wir es, dass er uns folgt. Hey, Schmetterling. Willst du mit mir fliegen? Komm, ich bring dich heim. Hä? Tolle Farben, kleiner Schmetterling. Welche von meinen Farben gefallen dir? Diese hier oder diese hier? Das dauert alles zu lang. Was wir brauchen, ist Superkatzentempo. Hey, der Schmetterling ist... Hab dich! Was? Das ist echt grob von dir, Catboy. Lass ihn raus. Er fühlt sich da drin nicht wohl. Aber so kriegen wir ihn am leichtesten heim. Und da sind noch mehr einzufangen. Schaut! Okay, jetzt versuchen wir, denen zu helfen. Komm schon, flieg hierher. Ja, kommt. Mögt ihr rot oder grün, blau oder von allem was? Superkatzentempo. Einer und zwei, drei. Ja, bei meinen Katzenschnurrhaaren, ich werde gut. Catboy, kannst du nicht sanft sein? Die Schmetterlinge fühlen sich erbärmlich. Ich will ihnen doch nur helfen. Also, wo ist Luna Girl mit den anderen? Hey, seht! Sind das nicht ihre Motten? Fliegt weg, ich brauche euch nicht mehr. Komm, PJ Masks, los geht's! Ihr mickrigen Motten habt's voll vergeilt. Ich probiere die Schmetterlinge als meine neuen Handlanger aus. Ihr werdet nirgendwo hinfliegen, meine hübschen Schmetterlinge. Nicht so schnell, Luna Girl. Die Pyjama-Helden sind gekommen, um die Schmetterlinge zurückzuholen. Oh, also gut, Motten. Das ist eure letzte Chance. Schafft die Pyjama-Plagegeister weg. Wow.
Halt auf! Deine Motten sind sehr fleißig, aber mit meinem neuen Leben kannst du mich nicht aufhalten. Natürlich kann ich das, mit meinen neuen Handlangern. Wo wollt ihr denn hin? Wir müssen da an einer Ninjalino-Schulpatrouille vorbei. Aber nicht der Nachtninja, mein Gecko-Spürsinn hatte recht. Er ist drinnen. Zeit, uns die Flagge zu schnappen. Super Eidechsengriff. Oh, was? Nein! Ha, suchst du mich, Eidechsenfuß? Super Katzentempo! Offenbar hat dein Super-Gecko-Spürsinn versagt. Super-Spürsinn? Oh, bitte. Ich hab mich nicht geirrt. Nachtninja ist in der Schule gewesen. Nur nicht innen drinnen. Du und du, kommt mit mir. Wir müssen eine Flagge klauen gehen. Die anderen bewachen unsere Flagge. Jetzt nimmt er Kurs auf unsere Flagge. Wir müssen Eulette helfen. Ich muss lediglich an Spatzenhirn vorbei. Wie war das? Eidechsenfuß läuft auf den Wald zu. Dann lassen wir ihn doch glauben, dass er mit seinem Superspürsinn richtig liegt. Warum sind wir im Wald? Nachtninja ist sicher im Hauptquartier. Mein Supergecko-Spürsinn verrät mir, dass er in der Nähe ist. Er ist sogar hier. Hab dich! Tut mir leid, Gecko, aber da ist niemand. Vielleicht hast du doch keinen Super-Gecko-Spürsinn. Super-Katzentempo! Was ist hier los? Ich hatte recht, das ist los. Die Klebeklatscher beweisen es. Und jetzt verrät mir mein Super-Gecko-Spürsinn, dass Nachtninja da lang ist. Komm mit! Diese eingebildete Eidechse glaubt wirklich, dieses Spiel gewinnen zu können. Na, der wird gleich eines Besseren belehrt. Hiya! Mein Super-Gecko-Spürsinn lag nicht falsch. Ich bin sicher, er ist da lang. Jetzt stecken wir fest. Wir kommen erst weg, wenn wir das Gecko-Mobil entkleben. Das dauert ja eine Ewigkeit. Folge mir. Doch wisst ihr es nicht, ich sag's euch gleich. Ninjalinos, die sind stark und dreist. Nachtninja. Seine Ninjalinos haben all die Sportgeräte. Ja, hallöchen, Pyjama-Helden. Gib die Sportsachen zurück, Nachtninja. Die brauchen die Tagkinder. Oh nein, ich brauch sie. Für meine Super-Ninjalinos. Sie werden damit stärker und stärker. Bald kann ich ihnen meine fantastischen Ninja-Moves beibringen. Sie werden niemals so stark sein wie ich. Los, retten wir unseren Sporttag. Das übernehme ich, Leute. Singendes Reptil, gib mir das Fahrrad zurück. Die Tagkinder brauchen es. Aufhören! Au! Wow, die Ninjalinos sind echt stark geworden. Ja, bald können sie im Training gegen mich antreten. Bald, hab ich gesagt. Jetzt erstmal zum nächsten Trainingsparcours. Umblättern. Guter Versuch, Gecko. Aber wir brauchen einen Plan für uns alle drei. Nein, die Ninjalinos sind winzig. Ich bin mir sicher, dass ich stärker bin als sie. Na los! Kommen, fange ich sie ein. Beschwerst du dich wieder? Hauptsache, wir haben das Spatzenhirn langsamer gemacht. Fang mich doch, wenn du kannst, Romeo. Super Katzentempo. Hör auf, mich abzulenken. Ich muss noch diese Stadt langsamer machen. Du schon wieder? Aber
Aber diesmal lenkst du mich nicht ab. Super Katzensprung! Jetzt verlangsame ich die ganze Stadt. Oh nein. Leute, das nenne ich eine Party. Oh. Das wird der Kracher. Super Gecko-Muskel. Was? Yay. Du hast es geschafft, Gecko. Wie bist du raufgekommen? Du bist doch noch langsam. Ja, ich bin langsam, aber ich habe mich nicht ablenken lassen und war rechtzeitig hier oben. Oh-oh. Ja! Ja, Schluss mit langsam! Seht her! Tanzen Go-Go, den Gecko Go-Go! Los, Gecko! Los, Gecko! Ich hasse diesen Go-Go-Gecko, ihr verflixten PJ Masks! Meine Zeit wird kommen! Meine Zeit wird kommen! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Hallo, Greg. Hallo, Leute. Du hast den Ball mitgebracht. Zeigst du uns den Trick? Na, Logo. Aber erst später. Jetzt ist Zeit für Unterricht. Du hast recht. Sehr gut, dass du dich nicht ablenken lässt. Danke. Super langsamer Abklatscher. Ja. Zieht die Klebegreifer wieder ab. Wieder ein Fluggerät außer Betrieb. Jetzt fehlen nur noch ein paar und dann bin ich der Einzige und der beste Pilot am Himmel. Viel besser als du, Spatzenhirn. Was meint er damit, dass er der einzige Pilot am Himmel ist? Vielleicht will er auch den Heißluftballon von der Flugshow klauen und alles andere in der Stadt, das fliegen kann. Eulette, verfolge ihn. Aber der Eulengleiter ist kaputt. Du brauchst den Eulengleiter nicht. Du kannst auch ohne ihn gut fliegen. Ich kann nicht. Wie meinst du das? Ich meine, er ist zu gut. Ich kann nicht so gut fliegen wie er. Was? Du kannst hervorragend fliegen. Dass er den Eulengleiter zerstört hat, ist doch nicht deine Schuld. Ja, und wir helfen dir. Wir bringen den Eulengleiter ins Hauptquartier zurück und dann machen wir einen Ausflug ins Museum. Das war gar nicht so schwer. Wie gut, dass dieses alte Flugzeug noch im Museum stand. Cool, hä? Puh. Ihr macht das hervorragend. Ihr werdet Nachtninja schon fangen. Aber du bist doch der PJ-Flugexperte. Also tun wir, was du sagst. Was ich sage? Aber... Da sind sie. Sie werden sich den Heißluftballon mit den Klebegreifern schnappen. Okay, Eulette. Wie fliegen wir, um sie aufzuhalten? Was sollen wir tun? Nachtninja darf uns nicht noch ein Fluggerät wegnehmen. Okay, keine Sorge. Wir versuchen es. Los, PJ Masks! Was? Was ist passiert? Die Seile sind kaputt gegangen, als das Pyjama-Kätzchen sich darin verheddert hat? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Der Ballon! Eulette, du verfolgst Catboy. Ich hol den Ballon ein. Ich kann das schaffen. Oder vielleicht doch nicht. So fliegen gelernt. So hätte ich das nie gekonnt. Du bist unglaublich. Danke. Ich war wohl ziemlich dämlich heute, was das Fliegen angeht. Es tut mir wirklich leid. Schon okay, Catboy. Moonbot! Oh, mein geliebtes Moonbot. So schön, dich wieder zu haben.
Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wir brauchen deine tollen Flugkünste, um den Ballon aufzuhalten und Gecko zu retten. Danke. Machen wir es gemeinsam. Super Katzen-Tempo. Eulenflügel. Aus dem Weg, Luna Girl. Ich muss Gecko retten. Niemals. Katzenhüpfer! Mein Mondiballon! Wow! Wie hält man dieses Ding auf? Du bist dran, Catboy! Ich bin hier, Gecko! Ich bin nicht stark genug, um ihn runterzuziehen. Ich brauche deine Hilfe.